Hallo und herzlich willkommen zu Hello Neighbor, zur Vollversion. Geil, ne? Ich habe gar keine Zeit aufzunehmen. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Zeit. Und dann so, oh, mit der Vorproduktion, das klappt ja so langsam. Wenn ich mich anstrenge, schaffe ich es noch. Ja, Tiny Bild so, Hello Neighbor, Vollversion. Und ich so, ja, ich kann nicht versprechen, dass wir es durchspielen. Aber komm. Ich möchte wenigstens ein paar Folgen oder eine Folge reicht mir schon auf den Channel haben. Durchspielen wäre natürlich sehr geil. Es ist soweit. Die Vollversion von Hello Neighbor ist da. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, das ist ganz anders. Wir hatten ja sonst immer quasi, könnte man sagen, wir sind sehr klein, quasi nur Tech-Demos. Und das ist jetzt das, ja, das ist das richtige Spiel. Und ich kann das da hinten nicht sehen. Aber irgendjemand ist simming. Also irgendjemand wird hier vermisst. Also die Hello-Neighbor-Sprache, also ich kann Manfred-Sprache echt total gut. Oh, da, da, oh, ja, das könnten sogar Kinder sein. Das sieht mir sehr nach Kindern aus. Na, na, mir kann gar nichts passieren. Die Straße ist total sicher. Lala. Oh, was ist das denn? Ein, ist das, was ich denke, was es ist? Nee, da ist eine, nee, da war keine Küche. Das könnte unser Haus sein. Ist es das, was ich denke? Ein Ball. Ein Kind. Es ist der junge Ferdinand. Ferdinand, tu's nicht. Tu's nicht! Sind immer noch ein Kind und er hat die Küche verlegt. Nein, Manfred hat also... So, sorry, soweit. Manfred hat offensichtlich ein Agro-Kind, das vielleicht alle töten will. Vielleicht will Manfred einfach nur die ganze Nachbarschaft... guck mal. Es ist ja gerade so offensichtlich, dass man jetzt denkt, aha, vermissten Bilder von Kindern. Manfred schlägt irgendwie ein Kind und würgt es vielleicht noch ein bisschen und sperrt es dann in den Keller und es schreit. Aber... Wir haben Manfreds Reaktion gesehen. Ich denke viel eher, Manfred hat den Sohn des Teufels irgendwie gezeugt. Und der Sohn des Teufels hat die Mutter gefressen und Kinder entführt und auch aufgegessen. Und Manfred versucht jetzt zu verhindern, dass wir den Jungen da rausholen. Und wir gehen erstmal nach Hause. Oh. Ja, Steuerung erstmal. Mit. Oh. Ui. Das war schön. Hallo? Hallo. Das ist voll schön. Ja, Kühlschrank geht auf. Ich gehe da rein. Hui! Da wohne ich. Banane. Lichtschalter? Ja, machen wir den mal an. Oh, oh, oh. Nee, komm. Das, nein, nein. Könntest du bitte... Ich kann es nicht nehmen. Okay. Warte, nee, wie war das so, ne? Ah, muss man länger festhalten. Guck mal, das ist so lange her. Jetzt habe ich aus den aufgestoßen. Das hat aber natürlich gar keiner von euch gehört, weil ihr sehr höflich seid und mich niemals darauf hinweisen würdet. Also wie gesagt, ich würde es super gerne durchspielen, aber zeitlich ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit im Moment. Eigentlich sollte ich es auch gar nicht aufnehmen, aber ich kann nicht anders. Ist da ein Stein im Klo? Nein, es ist wahrscheinlich einfach nur eine komische Abflussgrafik. Aber es ist okay. Das hier sieht interessant aus. Lässt sich aufmachen. So. Da gehört dann auch der Müll rein. Und der Müll hier auch noch. Das sind einfach nur Spielsachen. Und da stand Logo drauf. Sind wir etwa der Logo, Tim?
Warte mal, YouTube-Kommentare, dann schreibt immer der Logo-Tim. Wir sind der Logo-Tim. Es sah auch ein bisschen aus, den Tim, aber obwohl Ferdinand, ich weiß nicht, irgendwie passt Ferdinand. Das ist so der erste Name, der mir immer einfällt. Genauso wie bei Manfred. Der erste Name, Manfred könnte auch Norbert sein, aber es war einfach Manfred. Es war Manfred. Und deswegen ist das jetzt hier der kleine Ferdinand. Hey, da kann ich nicht hoch. Die Maus ist, glaube ich, noch etwas zu schnell, aber es ist gerade eben das Intro. The Family. Okay. Na komm. Huch. Oh. Dass wir Akte hier haben, dass wir hier auch immer noch nicht mit der Maus die Sachen einstellen können. Ja, was ist hier los? Deutsch oder was? Yay. Dann machen wir mal Escape. Steuerung. Guck mal, habe ich alles noch gar nicht gemacht. Ich muss das immer. Mit der Mausempfindlichkeit, das ist so mein Ding. Ich muss das immer schön smooth haben. Ach, Mixer zum Stream. Oh, da muss ich aber aufpassen. Auflösung, bla bla. Wie heißt Spiel? Das Spiel in Akten. Also nicht Nacktakte, sondern. Was rede ich denn da? Ach ja, wir spielen hier nur Neva, da ist es wieder. So, da kann man her. Nehmen wir hier auf. Haben wir schon das Bade... Ja, klar, das Badezimmer war unten. Ist das Bier? Ist das eine Urinprobe? Nein, es ist eine Dose Orangenlimonade. Jetzt habe ich auch schon wieder Durst. Dankeschön. Immer wenn ich Spiele spiele, kriege ich Hunger oder Durst. Das ist furchtbar. Mhm. Oh, er ist Schnurrbart-Fan. Das heißt, er findet Manfred bestimmt auch ganz sympathisch. Schnurrbärte sind doch toll. So, ich wäre aber gern etwas größer, weil irgendwie... ich bekomme leichte Motion Sickness davon. Ich bin so, ich glaube, das ist, weil ich im Moment ist es einfach too much. Aber egal, komm her, was ist los? Gut, ich soll mich also als Kind jetzt schon ins Haus schleichen. Das Haus sieht jetzt noch völlig normal aus. Ich mag trotzdem diesen Stil, dass alles so krumm und schief ist. Ich liebe den Stil von Hello Neighbor so sehr. Und ich bin echt gespannt, was die Entwickler... für, ne, wenn Hello Neighbor, wenn das so ein bisschen durch ist, gibt es hundertprozentig noch DLCs und Custom Map würde ich mir noch wünschen, wenn man da selber Maps machen kann, das wäre so geil und ich muss sagen, auch ein Multiplayer-Modus, ein Koop-Modus wäre auch sehr geil und würde ich auch feiern. So, das Grammophon ist nicht hier. Ich frage mich, was sie danach für Spiele machen würden, weil das ist ja schon in seiner Art halt, es gibt es nicht nochmal. Ja, ich hab was gemacht. Kannst du mal gucken. So, hier sieh mal eine an. Das ist der Keller, ne? Da können wir natürlich nicht rein. Wow. Ja. Sag mal, ich kann ja da gar nicht rein, Junge. Finde ich aber nicht so gut. Jetzt quetsche ich mich durch. Okay, dann eben noch nicht. Erstmal ganz in Ruhe gucken. Und ich finde, die Maus ist einfach immer noch... ich werde... ich kann das nicht großartig schneiden. Ich kann auch nicht großartig irgendwelche Witzchen reinmachen. Oh, viel besser. Wie gesagt, weil die Zeit einfach nicht da ist. Trotzdem... sollte ich zu lange brauchen und ich weiß es einfach, es ist abzusehen, so hey, ich suche jetzt was, halte ich meinen Mund und dann sehe ich das immer an der Tonspur, aha, da habe ich nichts gesagt. Glaub mir, das fällt auf bei mir. Und dann kann ich das da rausschneiden, ansonsten werde ich nicht groß schneiden können. Geht das? Nicht so cool. Das wird aber nicht klappen. Das muss doch irgendeinen Grund haben, oder? Nein, das geht nicht. Aber hier ist eigentlich die Küche. Ja, die ist schon umgebaut, dann der Manfred. Da ist mir einer. Ich wohne hier. Ich bin der Ferdinand. Mama! Der Nachbar, ich glaube, ich wohne alleine. Ich bin schon sehr erwachsen. So. Ich fahre jetzt mit dem Auto, du Penner. Ach, Manfred, ach komm, ey. Ich habe dich ja vermisst. Wegen dir verpasse ich jetzt übrigens die PlayStation Experience. Wehe, da kommt was zu Final Fantasy 7, Manfred. Dann muss ich leider sagen, dann verbrenne ich das Spiel hier. Nein.
Ich weiß, Hello Neighbor war auf jeden Fall, Hello Neighbor ist wirklich schwer geworden. Das war ein großer Kritikpunkt von mir, weil eigentlich, hat er wieder angemacht. Eigentlich ist es so, dass es für Neulinge, fand ich, so gut wie gar nicht möglich war, irgendwie das Spiel durchzuspielen. In meine Meinung, weißt du? Und ich hoffe, da haben die jetzt in der Vollversion... Das haben die jetzt in der Vollversion geändert. Das ist Grammophon. Taschenlampe. Taschenlampe. Oh, scheiße, ich bin ja klein. Nein! Ja! Okay, meine Taschenlampe. Ja, Drecksack. Ah, da bist du endlich Musik wieder. Ist das schön. Das ist ein Pizzawagen. Manfred, was ist los, Manfred? Was ist los mit dir? Oh, ich tue voll leid. Manfred, warum weinst du? Ich verstehe nichts und ich liebe das. Ich liebe es, wenn ich nichts verstehe. Deswegen freue ich mich auch so auf Death Stranding. Ich verstehe gar nichts davon. Okay, neue Chance für uns. Ablenken. Ich hoffe, das lenkt ihn ein bisschen ab. Super! So, ich muss doch gucken, dass ich die Folgen echt nicht so lang mache. Wie gesagt, ist gerade echt ein bisschen problematisch für mich. Aber die waren, glaube ich, auch immer nur so knapp 20 Minuten. Ich kann auch gerade wirklich nur aufnehmen, weil ich gerade render. Ich render gerade ein Projekt, das eigentlich heute kommen sollte. Aber Hello Neighbor hat jetzt natürlich erstmal Vorrang. Zur Deko für mich. Okay, das kenne ich auch. Okay, ich muss durch das Wohnzimmer gehen. Und ich hätte das Lied gar nicht anmachen sollen, weil so kann ich nämlich den Manfred schlechter hören. Er ist draußen. Er ist draußen. Stimmt, der rote Schlüssel, der rote Schlüssel. Lass mich verarschen, wo ist der scheiß rote Schlüssel? Oh nein! Ach, Mann!
ich hätte jetzt in den Schrank gemusst, aber das ist, ich muss gerade, etwas stört mich gerade extrem. Ich bin gerade, es ist die Vollversion und wir haben gerade halt, es ist Story da und ich bin gerade, ich will sofort alles wissen. Ich bin so unvorsichtig und das stört mich gerade an mir selbst total. Ich will das alles wissen. Wir haben gerade aber übrigens das Glück, dass wir wirklich gar keine Kameras hier haben, die uns stören. Noch nicht. So, wir haben Zeit. Nee, haben wir eigentlich nicht. Was rede ich da? Du bist doof. Lass mich einfach rein. Ich komme hier zur Vordertür. Uah. So, jetzt bleibst du da, wo ich dich sehen kann. Sonst, hier, das habe ich gefunden. Das blüht dir dann. So. Hier. Dein Telefon. Okay, warte mal. Oh Gott. Soll ich das wirklich mal mitnehmen? Der rote Schlüssel lag auf so einem runden Tisch. Aber ich muss mich sowieso erstmal hier umgucken. Was liegt denn jetzt hier alles drin? Ah, mein Resident Evil Coin. Ja! Oh, warte. Der wurde mir von einem wirklich äußerst talentierten Cosplayer gemacht. Und überreicht von Noah von den Schlömpels. Okay, da ist ein Badezimmer. Aha. Ich muss in die Küche. Komm, scheiß drauf. Ich gehe jetzt irgendwie so rein. Jetzt, das ist Hello Neighbor, so wie ich es spiele. Hm? Jetzt ist es wieder soweit. Immer. Grundsätzlich. Manfred, ich habe eine Taschenlampe. Und wir haben noch keinen Tag- und Nachtwechsel. Und ich würde gerne jetzt Manfred mal langsam den ersten Akt hier irgendwie spielen. Scheiße. Manfred, komm, mach keinen Kack jetzt. Komm. Komm, komm, komm. Ja, motivierter Manfred ist zurück. Oh, ein bisschen vermisst, du Arsch. Ja, eigentlich war ich ja echt nicht zufrieden seit dem letzten Mal, aber jetzt gerade ist es doch schon sehr geil, wieder zu spielen, ne? Du kleine Butterblume, du kleines Zuckermäuschen. Das stört mich nicht. Ich weiß, der Rote ist irgendwo. Der muss im Wohnzimmer sein. Der ist nicht hier. Wer war das denn? Das war ich aber nicht, Manfred. Oh. Klodeckel runter. Kann ich nicht machen. Scheiben. Dreck. Verfluchter. Nee, das ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Er musste rausgehen. Er kommt jetzt sowieso wieder hier vorbei. Hä, was willst du? Du kannst mich gar nicht sehen. Was für ein Aggro-Manfred, ey. Okay, wir konzentrieren uns. Wir haben so viele Sachen geschafft in Hello Neighbor. Wir haben bis auf die erste alle Alphas und Betas gespielt. Betas. Sag mal, irgendwann ist auch mal gut, ne? Irgendwann ist auch mal gut. Du darfst dich beruhigen. Ja, das war keine gute Idee. Ich wollte gerade, aber es wäre nicht gut gewesen.
richtig, Freundchen? Nein, hier ist es nicht. Es ist einfach nicht hier. Fuck. Runder Tisch. Nach draußen. Ich muss noch mal zur Küche und wir haben das Schlafzimmer noch. Ich glaube, habe ich nach der Szene noch mal ins Schlafzimmer geguckt? Oder muss ich hier nach... Oh. Hui. Hui. Ich hatte den Schlüssel bestimmt bei mir. Hier, der ist bei mir zu Hause. Aus irgendeinem Grund ist der bei mir zu Hause. Ich bin mir sogar, ich bin mir sehr sicher. Fuck. Taschenlampe brauche ich eigentlich gar nicht, dass die mir hier stehen. Würdest, dass ich mich hier auch nirgends verstecken kann. Da, wo ist denn dieser blöde runde Tisch, Mann? Ich hab's doch gesehen. Es war ein runder Tisch. Hier am Anfang vielleicht irgendwo? Nein, da sind Kinderschuhe. Ein Hut. Oh, ist das schon. Okay. Ich geh außen rum. Gott. Könntet ihr bitte die Sequenz nochmal wiederholen? Das wäre echt super. Oh. Gut. Wir haben einen Raum da oben. Jetzt geht's wieder los. Jetzt spielen wir wirklich Hello Neighbor. Wir haben einen Raum da oben. Ja, mal gucken. Wir haben dieses Regal, das bringt uns so null. Es sei denn, und das ist wahrscheinlich nicht gewollt, aber wir spielen Hello Neighbor und glaub mir, wir mussten schon Sachen machen, von denen hätte ich niemals gedacht, dass wir sie tun mussten. Aber es war halt so. Warte. Nein. Könntest du bitte nicht? Okay. Guck mal. Jetzt, ich weiß, wie unsinnig das einfach klingt. Ich weiß es wirklich. Glaub mir. Aber ich kann es doch einfach mal versuchen. Wieso stapel ich mich jetzt nicht da hoch und gucke, ob ich aufs Dach springen kann? Nein. Nein, ich habe hier nur meinen Müll gerade verloren. Entschuldigung, ist das aber auch verboten, dass wir da einfach bei dir einbrechen, du Arsch. Geh rein. Mach die Tür zu. Ne, das war nicht richtig, Manfred, aber ich habe gesehen, du hast es versucht. 5 Punkte. Nein. Nein. Hä? Sag mal, wirft der jetzt mit Tomaten? Wo ist denn dein Kleber? Jetzt lass mich einfach hier in Ruhe, bitte. Ich bin nur ein Kind. Ich spiele hier nur. Guck mal, das hätte man übrigens auch so machen können. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid. So. Eins, zwei. Drei. Ah, nein! 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 Okay, warte. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ich versuche mal die Zweier-Kombo. Au. Okay, das sieht ganz gut aus. Okay. Nee, das hat geklappt. Oh, und ich kann hier nicht hoch, oder was? Willst du mich verarschen? Du cleveres Spiel, du. Komm. Komm. Komm, bitte. Nichts ist unmöglich. Ja? Ich habe schon schlimmere Sachen geschafft. Ja! Oh ja! Nö! Nee. Habe ich hier was zum Werfen? Nein, natürlich nicht. Okay. Gucke ich mich jetzt erstmal um. Hallo! Na, alles klar? Gut, dann würde ich sagen, brauche ich was zum Werfen? Oh, Spiel. Ich hole mir einfach, was ich brauche. Ho! Okay.
jetzt nicht großkotzig werden. Und wie immer bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das überhaupt tun müssen. Oh Gott. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay. Schaff es doch mal bitte. Nein! Oh nein! Oh Mann! Manfred! Geh! Geh! Aber Lakritz macht mir auch immer Bauchschmerzen. Och, Manfred, ernsthaft? Ernsthaft? Ich schon süß. Der Manfred hat voll den kleinen Popo. Ich habe mir noch nie den Popo von denen angeguckt. Der hat einfach voll den kleinen Popo. Da kommen die kleinen Manfred-Püpschen raus. Oh, was ist schon wieder los? Ich sollte mal schlafen. So, Manfred, kannst du mal. Ich scheiß einfach auf den. Ja, ich bin motiviert. Ich heiße Manfred. Oh ja. Okay. Okay, okay. Willst du mich fahren? Nein! Nein! Warte mal. Wie ist das denn bitte jetzt möglich? Willst du mich verarschen? Liebes Spiel. Och, Mano. Aber guck doch mal. Ich kann doch hier rein. Okay, ich guck mich an. Aha. Aha. Und da ist die Treppe. Und da kann ich nicht rein, weil ich den bekloppten Scheißschlüssel brauche. Könntest du bitte nicht mit den Tomaten werfen? Dankeschön. Ich guck mir das Haus gleich mal von hinten an. Gucken, ob wir vielleicht die hintere Leiter nehmen können. Was los, Manfred? Kacken? Manfred, nein. Wo bist du denn? Wo ist der denn? Hallo. Guck mal, die Kinderbilder. Ob ich es schaffe, ihn in der Vollversion auch festzubacken? Habe ich geschafft? Wo ist er denn? Oh, schade. Ich dachte, ich hätte es wieder geschafft. Oh, das wäre so cool gewesen. Aber ich glaube, das findet ihr nicht so toll. Okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme mir nur ein paar Kleinigkeiten mit. Einfach für den Fall der Fälle, dass ich irgendwas werfen kann. Falls ich irgendwo was werfen kann. Ich sollte den... Ach, guck mal. Ich wollte gerade sagen, ich soll... Ja, das ist natürlich lustig. Ich soll den Ball mitnehmen. Hm? Und den da. So. Okay. Gucken wir mal. Manfred, ernsthaft? Willst du mich verarschen? Oh, ich sehe schon. Oh, ich bin so eine Pappnase, natürlich. Aber egal, wenigstens haben wir uns jetzt mal das Haus angeguckt. Das war sehr schön. Manfred, nein. Okay, ich sehe, wie wir reinkommen. Glaube ich, warte mal. Wir haben den Fahrstuhl jetzt überhaupt gar nicht gesehen, tatsächlich. Wir haben den Fahrstuhl nicht gesehen. Egal, was ich jetzt da öffne. Vielleicht öffne ich auch einfach eine Tür damit. Und es ist nicht der Fahrstuhl, sondern einfach nur ein Mechanismus allgemein zu einer Tür. Manfred, kannst du mal bitte rein? Oh, warte mal.